Wir haben momentan einen spannenden Mix von ungefähr 10 Aktien im Community Depot. Viele, glaube ich, mit einer sehr, sehr guten Ausgangssituation, und da ist garantiert eine Aktie für jeden dabei, weil es einfach eine richtig coole, wilde Mischung ist. Und ja, deswegen gucken wir jetzt einmal rein. Ich zeige dir, welche Aktien aktuell im Portfolio sind und auf welche Aktien ich jetzt für 2023 setze. Also, auf geht's! Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist auf der Suche nach günstigen Aktien von guten Unternehmen, wie immer. Ja, hier siehst du jetzt einmal die Übersicht über die Aktien, die ich momentan im Portfolio habe. Du siehst, dass sie sehr, sehr unterschiedlich gewichtet sind. Hier oben siehst du jeweils die Durchschnitte. Das heißt, ich habe momentan eine Investmentrendite von ungefähr 8%. Das heißt, es entspricht ungefähr einem KGV von 12 im Durchschnitt, was für meine Verhältnisse wirklich relativ hoch ist. Und du siehst aber auch, dass diese ganzen Unternehmen, in die ich investiert habe, im Schnitt ein schönes Wachstum haben. Hier ist nämlich die Analystenschätzung jetzt fürs nächste Jahr. Und du siehst, dass ich dort dann ungefähr auf einen KGV von 10 komme jetzt mit der Analystenschätzung. Aber du siehst auch, dass die zum Teil sehr, sehr unterschiedlich von der Profitabilität sind. Und ja, da gucken wir jetzt auf jeden Fall einmal noch ein bisschen genauer rein. So, hier siehst du jetzt einmal die Übersicht über die fairen Werte der Positionen, in die ich jetzt aktuell investiert bin. Und wie du halt sehen kannst, die ganzen Positionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt im Vergleich zur Historie auf jeden Fall gerade sehr, sehr günstig sind, also im Vergleich zu ihrer eigenen Historie. Und dementsprechend haben mich eigentlich bei all diesen Aktien Aufwärtspotenziale von 30, 40, 50% und mehr. Und dementsprechend habe ich eine sehr, sehr große Upside, und ich bin halt in diese Position mit einem kleinen Stop reingegangen, sodass ich halt mit einem möglichst kleinen Risiko da natürlich reingegangen bin. Das Weitere, also ich versuche ja immer günstige Aktien von guten Unternehmen zu bekommen. Hier siehst du jetzt auf jeden Fall diesen günstigen Aspekt, ne? Also im Vergleich zur historischen Bewertung sind diese Aktien gerade alle sehr, sehr günstig. Ich habe auch versucht, möglichst gute Unternehmen zu bekommen. Das kannst du jetzt halt hier vor allem an diesen drei Werten sehen. Also du siehst, von der Kapitalquote her sind die Aktien sehr, sehr unterschiedlich. Der Mittelwert ist allerdings so ein bisschen verfälscht, weil ich da diesen Spezialfall der Match-Gruppe drin habe, die momentan negatives Eigenkapital haben, und das zieht natürlich extrem auf den Durchschnitt, ja. Ich glaube, dass man bei Match halt ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell hat. Also da geht es ja um eine Partnervermittlung im Endeffekt. Und ja, ich glaube einfach, dass das ein sehr, sehr hohes Zukunftspotenzial hat. Dementsprechend habe ich da darüber hinweggesehen, auch weil sie halt eine sehr, sehr hohe Profitabilität haben, wie du hier sehen kannst. Eine Umsatzmarge von 15,7% ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, also das kannst du jetzt auf jeden Fall hier schön sehen. Also wir haben relativ hohe Renditen. Ja, also zum Teil jetzt, klar, zum Beispiel bei Volkswagen ist es natürlich eher geringer. Und ist sicherlich auch mit einem gewissen Risiko hier verbunden, dass ich eine relativ große Positionierung jetzt in Volkswagen bzw. Porsche habe. Aber ich glaube, die aktuelle charttechnische Situation, die wir da haben, lässt halt auf eine Übertreibung schließen. Und deswegen bin ich da halt reingegangen. Kann man sich an der Stelle sicherlich streiten, ob das jetzt gerade, ob das halt wirklich ein gutes Unternehmen ist an der Stelle. Aber da kannst du gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie du die Porsche-Aktie und den Volkswagen-Konzern im Allgemeinen momentan siehst. Ich glaube an sich, dass man dort ein gutes Potenzial hat und ja, dass da die Chancen auf jeden Fall überwiegen. Ein weiterer Aspekt bei der Qualität vom Geschäftsmodell ist natürlich das Wachstum des Unternehmens. Und ja, das kannst du jetzt quasi hier sehen. Diese Unternehmen wachsen alle sehr, sehr schön. Es gibt einige, die jetzt nicht wachsen. Also gerade hier in dem Bereich seht ihr so ein paar rote Flecken, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Du siehst ja, dass das Dividendenwachstum, und ja, die zahlen halt keine Dividende, diese Aktien. Dementsprechend ist es für mich jetzt nicht sonderlich ausschlaggebend, dass diese Werte halt negativ sind. Wenn man jetzt versucht, das Haar in der Suppe halt zu finden, ne, dann findet man natürlich auch was. Also hier das Eigenkapital ist natürlich bei der Match-Gruppe, ja, ist ja negativ, ne? Also dementsprechend nicht sonderlich gut. Aber wenn du dir die Kapitalentwicklung des Unternehmens anguckst, sieht die sehr, sehr gesund aus, als ob jetzt in den nächsten Jahren das Ganze auf jeden Fall ins Positive wechselt. Also ich sehe da eine gute Zukunft für die Aktie, auch wenn da natürlich ein Risikoaspekt mitschwingt. Dann haben wir hier oben noch Essex Properties, ist als Immobilienunternehmen natürlich ein bisschen
problematisch, genauso wie Leck-Immobilien, auch die natürlich für die jetzt mit den hohen Zinsen alles andere als eine sehr gute Ausgangssituation zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, charttechnisch gesehen sehe ich bei all diesen Aktien momentan, dass wir quasi eine Turnaround-Situation haben. Zumindest hoffe ich das. Ja, also ich meine, es kann immer nach unten durchbrechen. Ist mir jetzt ja die letzten Male auch immer wieder passiert, dass der Markt immer weiter runtergebrochen ist. Und ja, aber man hat ja im Endeffekt keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, halt die richtigen Punkte zu finden und dann halt nach Möglichkeit nicht den gesamten Weg da unten mitzunehmen. Ne? Das heißt, es reicht halt eigentlich nicht nur, günstige Aktien von guten Unternehmen zu kaufen, sondern du brauchst halt auch noch die charttechnische Absicherung. Und ja, genau. Aber ich denke, bei all diesen Aktien habe ich das wirklich ganz gut jetzt hinbekommen. Wir blicken jetzt noch mal einmal kurz ins Portfolio, dann siehst du auch genau, wo ich eingestiegen bin und wie die aktuelle Situation so aussieht. So, hier siehst du jetzt das aktuelle Portfolio hier oben. Beginnen bei PayPal, dann kommt Match, dann kommt Husker. Hier ist noch eine Short-Position, die blende ich mal aus, weil da experimentiere ich gerade so ein bisschen mit. Die ignorieren wir mal, würde ich sagen. Das hier ist Essex, das hier ist Dominion Energy. Dann haben wir Volkswagen, Porsche, Leck Immobilien, dann Fresenius Medical Care und dann habe ich hier unten noch die Barrick Gold Aktie. Das heißt, das sind im Endeffekt die Positionen, die ich aktuell habe. Ich habe auch hier jetzt meine Stops. Ihr seht, die Stops sind sehr, sehr nah momentan am Kurs oder die Aktie ist schon relativ gut gelaufen. Also jetzt keine Ahnung, hier zum Beispiel bei Dominion Energy bin ich halt 5,85% im Plus und bin deswegen 6,4% vom Stop weg. Aber so vom Prinzip her sind all diese Aktien, denke ich, auf jeden Fall gerade in einer sehr, sehr spannenden Ausgangssituation. Und ich glaube, ich bin bei vielen ganz gut reingegangen. Hier PayPal hatte ich ja als Investment gekauft, bin ich jetzt ja schon eine ganze Weile drin. Ja, da habe ich das nicht gemacht, dass ich mich charttechnisch abgesichert habe. Und jetzt sieht man das Desaster, was dann halt im Endeffekt passiert. Ja, aber so lernen wir. Für mich eins wahrscheinlich der größten Learnings jetzt aus der letzten Zeit, dass man halt nicht so 150% einfach nur auf dieses Gute und Günstige setzen kann. Habe ich ja zum Teil in meinem anderen Portfolio, was ich jetzt hier nicht öffentlich habe, habe ich das ja, ja im Schwerpunkt mäßig so gemacht. Und ja, das hat jetzt im letzten Jahr ehrlich gesagt nicht sonderlich viel Spaß gemacht, obwohl es den Unternehmen soweit gut geht, aber die Aktienkurse sind halt einfach weiter abgebrochen und ich denke, da ist es einfach notwendig, dass man ein bisschen Demut walten lässt und sagt, ja okay, ich weiß nicht, wann die Aktien drehen und es einfach mehrfach versucht an möglichst interessanten Stellen. Dazu habe ich jetzt übrigens ein Programm programmiert, das mir jetzt jede Stunde immer die Daten zuschickt, ja, das heißt, ich kriege halt immer eine Auswertung von den aktuellen Einstiegssignalen und dann kann ich halt sehr, sehr schnell das verfolgen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe halt nicht immer Lust, stundenlang vor dem Bildschirm zu hängen und immer wieder jede Stunde da an meinen Rechner zu gehen und zu schauen, welche Aktien sind denn jetzt gerade irgendwie gekommen und jetzt kriege ich das alles einmal schön auf mein Handy geschickt und das ist wirklich eine total geniale Sache. Ich habe das jetzt schon für ein paar Leute freigegeben. Ja, da werden wir jetzt mal demnächst gucken, dass wir das irgendwie ein bisschen, ja, noch ein bisschen systematisieren und dass wir halt vielleicht auch mal wieder regelmäßig zusammenkommen. Also wenn du da Lust drauf hast, schreib mir gerne mal an stefan@focusinvestor.de, dass du da Interesse dran hast. Und ja, dann gucken wir auf jeden Fall, dass wir dich da irgendwie auch mit reinbekommen. Also von daher, mach dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für 2023. Ja, wir bleiben weiter dran. Wir gucken, dass wir euch weiter unterstützen. Und von daher würde ich sagen, mach dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.